Herzlich willkommen zur Folge 26 bei QSOFU hilft. Heute beantworten wir wieder eure technischen Fragen und wir haben heute eine Frage von Frank bekommen, das Ganze per Mail. Ich habe das mal wieder hier aus Datenschutzgründen ins Notepad kopiert und er fragt uns, oder in dem Falle mich direkt, wie das denn aussieht, wenn man vom Provider einen neuen Router bekommt. Also er hat jetzt seine alte Fritzbox, die 7170, die funktioniert noch und er hat keine Probleme damit. Hat jetzt allerdings von seinem Provider eine neue Fritzbox bekommen und sollte ich die neue Fritzbox anstecken, beziehungsweise warum werden überhaupt regelmäßig Geräte herausgeschickt? Und ja, das wollte er wissen, das kann ich dir ganz einfach beantworten, Frank. Also es hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen, sag ich mal, ist die 7170 jetzt schon etwas älter und es gibt ja auch sowas wie einen Produkt-Lifecycle bei Routern oder allgemein auch bei Hardware. Und ein Router ist ja wirklich ein zentrales Element im Internet, sag ich mal, das natürlich auch sicherheitsrelevant ist. Das heißt, der Router sichert eigentlich dein privates Netzwerk gegen das Internet ab. So ein bisschen eine Firewall-Funktionalität ist da natürlich drin. Und deswegen sollte man den Router auch in regelmäßigen Abständen updaten, wenn es denn Updates für den Router gibt. Jetzt kommt es natürlich vor, dass dieser Lifecycle irgendwann mal zu Ende ist von so einem Gerät und das Gerät dann irgendwann keine Updates mehr bekommt und dadurch ist natürlich auch ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet. Das ist jetzt aus Sicht der Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es neue Technologien gibt. Man denkt da vielleicht mal an Vectoring oder eben dann auch daran, dass immer höhere Bandbreiten natürlich auch über normales Kupfer DSL möglich sind. Und da braucht man natürlich dann auch eine neue Fritzbox, die 7170 meine ich. Ohne jetzt mal nachgeguckt zu haben, die kann nur bis zu 25 Mbit oder noch weniger. Also mit VDSL wird es dann schon schwierig, also VDSL 50 oder 100 wird dann schon ein bisschen schwierig und deswegen macht es durchaus Sinn, da auf eine neue Fritzbox zu gehen. Und das machen die Netzbetreiber schon allein deswegen, um eben ihr Netz relativ sauber zu halten. Das ist natürlich auch der Anspruch eines jeden Providers, egal ob das jetzt eine Telekom ist, eine Mnet ist oder eben auch 1&1. Je nachdem, was eben da in dem Netz drin hängt, möchte man natürlich das Ganze möglichst sicher halten und möchte natürlich auch möglichst aktuelle Firmware-Patches haben. Es ist natürlich auch eine Performance-Geschichte, also nicht, weil die Fritzbox jetzt, sag ich mal, 16 Mbit kann und man sagt, okay, ich bekomme ja 16 Mbit, also brauche ich ja nicht mehr. Es ist auch eine Performance-Geschichte. Also oftmals funktioniert das Routing sauberer, wenn man eben eine Fritzbox dranhängen hat, die eben nicht zu 100% ausgelastet ist, wie das halt immer so ist. Deswegen sollte man da vielleicht trotzdem drauf achten. Man darf auch nicht vergessen, die alten Fritzboxen, die haben wesentlich weniger Speicher, eine kleinere CPU drin, die eben weniger Leistung hat und da kann es natürlich dann auch zu Problemen kommen. Aktueller Fall jetzt aus der Praxis bei mir, bei einem Bekannten von mir fällt ständig der Voice-over-IP-Anschluss aus. Woran lag es im Endeffekt? Das war eine etwas ältere Fritzbox und die einfach an ihre Leistungsgrenze gekommen ist, dadurch, dass eben das Teilchen nur für 16 Mbit optimiert war und er mittlerweile schon einige Voice-over-IP-Anschlüsse darüber betreibt. Und das Ganze dann eben den Speicher und die CPU an die Grenzen gebracht hat, weil das Teilchen halt eben schon etwas älter ist, ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Deswegen auf jeden Fall austauschen und im Prinzip halt dann auch immer gucken, ob die aktuellen Patches drauf sind. Und das sind eben so die Gründe, warum Netzbetreiber das regelmäßig rausschicken. Also meine Antwort auf jeden Fall, irgendwann mal austauschen und man bezahlt es im Regelfall auch mit, also das heißt, du hast dann irgendwie eine Klausel drin, eine Vertragsklausel, und du bezahlst es ja mit der Grundgebühr mit und dann wäre es Quatsch, das Gerät eben nicht einzusetzen. Könntest es klar verhökern, sag ich mal, bei eBay oder sonst wo, aber es hat durchaus seine Berechtigung, warum die neue Geräte rausschicken. Vielleicht stellt auch dein Provider um jetzt auf Vectoring oder wie auch immer, auf eine neue Technologie oder du sollst dann eben auf VDSL getrimmt werden, dass dein Anschluss VDSL-fähig ist und dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du diese Fritzbox auch bei dir einbaust. Gut,
Das war's schon für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte die Frage gut beantworten. Wenn ihr selbst auch noch Fragen habt an unsere Redaktion oder an mich direkt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Einmal per Mail an redaktion@qso4u.com oder ihr könnt das Ganze natürlich auch bei uns ins Forum posten, wenn es ein bisschen ausführlicher ist und ihr vielleicht eine Diskussion damit erzeugen wollt. Dann unter www.qso4u.com/community. Da könnt ihr euch dann eintragen, könnt diskutieren mit anderen Leuten und ansonsten bis dahin eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech. Aber in dem Zusammenhang, ich wollte nochmal in die Kamera sagen, bei Technikfragen gucke ich immer auf dem YouTube-Channel von QSO4U. QSO4U.